Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Mit diesem Wochenspruch aus dem Johannesevangelium begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserer Andacht am zweiten Sonntag nach Epiphanias. Ja, Sie haben richtig gehört, eine Andacht, weil einen Gottesdienst wir ja gemeinsam nicht feiern können. Und ja, ich wünsche uns Gottes Segen, wünsche Ihnen Gottes Segen für diese Andacht. Wir hören das erste Lied, Jesus ist kommen, im Gesangbuch unter der Nummer 66. Gemeinde und Christenmenschen sind wir auch in der räumlichen Distanz, Entfernung miteinander verbunden, in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Amen. Ich möchte zu Anfang Worte aus dem Psalm 105 beten. Dankt dem Herrn und ruft an seinen Namen, verkündigt sein Tun unter den Völkern, singt und spielt ihm, redet von allen seinen Wundern, rühmt seinen heiligen Namen, es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht, sucht sein Antlitz alle Zeit. Gedenkt seiner Wunderwerke, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes. Du Geschlecht Abrahams, seines Knechtes, ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten. Er ist der Herr, unser Gott. Er richtet in aller Welt. Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, an das Wort, das er verheißen hat für 1000 Geschlechter. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da. Und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir hören das Lied In dir ist Freude. Sie finden das im Gesangbuch unter der Nummer 398.
Evangelium für den zweiten Sonntag nach Epiphanias steht bei Johannes im zweiten Kapitel. Am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in jedem gingen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Himmlischer Vater, wir bitten dich, öffne uns dein Wort für unsere Herzen und die Herzen für dein Wort. Amen. Liebe Zuhörer, liebe Gemeinde, nach Johannes beginnt Jesus sein Wirken dort, wo Menschen fröhlich beieinander sind, auf einer Hochzeit. Viele Hochzeiten sind aufgrund der Verordnungen und Begrenzung der Möglichkeiten und Teilnehmerzahlen im vergangenen Jahr abgesagt bzw. auf dieses Jahr verschoben worden. Und alles in der Hoffnung, dass die Hochzeiten doch hoffentlich in diesem Jahr gebührend gefeiert werden können. Schon im Alten Testament galt die Hochzeit als ein Höhepunkt des Lebens und sie dauerte dort im Allgemeinen 7 Tage. Dort also, wo Liebe und Verbindung, Segen und Fruchtbarkeit, Hausgemeinschaft und Nachkommenschaft gefeiert werden, dort beginnt Jesus zu wirken. So erzählt es Johannes. Die anderen Evangelisten beschreiben den Startpunkt an anderer Stelle. Aber Johannes hier. Und es hat schon eine Bedeutung, dass Johannes hier ansetzt. Wir kennen Jesus vor allem als den, der die Mühseligen und Beladenen zu sich gerufen hat, sich der Ausgestoßenen und zu kurz gekommenen, der Verachteten und Gescheiterten angenommen hat. Wir sehen Jesus immer wieder bei den Weinenden, Stöhnenden, Verbitterten, Hoffnungslosen. Und hier sehen wir, dass er auch bei den Fröhlichen war. Es gibt noch andere Geschichten, die davon erzählen. Und deshalb haben ihn seine Kritiker damals als einen Fresser und Weinsäufer beschimpft. Nun ist Jesus mit seinen Jüngern auf dem Fest. Man hat ihn eingeladen. Er ist zunächst nur Gast. Er ist aber nicht auf der Hochzeit, um zu stören und den Menschen bei ihrer Fröhlichkeit ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern um an der Freude der Fröhlichen teilzunehmen. Und ich frage mich, wie das ist, wenn Jesus eingeladen, willkommen geheißen und so dabei ist. Unser Fest und er unter den Gästen. Unser Haus und er hat Zutritt. Unser gemeinsames Leben und er unsichtbar mit drin. Unsere Mahlzeiten, komm her, Jesus sei unser Gast. In allem er. Er ist dabei. Und seine Gegenwart wird wirksam zum Beispiel in der Art, wie wir unser Leben ansehen, in der Weise unseres Umgangs mit unseren Mitmenschen, in dem, was wir wünschen oder meiden. Jesus ist dabei. Nun aber nicht eben nur in unserem Alltag, bei unserer Arbeit, in der Bewältigung unserer Probleme, dort zum Beispiel, wo wir menschliche Spannungen zu lösen haben und aushalten müssen,
sondern Jesus beginnt seine Wirksamkeit auf dem Fest. Und ich finde, das ist ein starkes Statement. Denn Jesus macht unser Leben auch zum Fest. Jesus gibt uns die beste Freude. Das will die Geschichte auch sagen. Wir dürfen es unser Leben führen in der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Festlich ist das Leben der Christen, weil es ein fröhliches, freies, von der Liebe Gottes inspiriertes, auch fantasievolles Tun ist. Unser Leben ist ein Fest, weil Jesus da ist. Jesus gibt uns die beste Freude. Und die Situation will es, damals und heute, dass er selbst zum Gastgeber wird. Johannes schreibt am Anfang in seinem Evangelium, in ihm war das Leben. Hier auf der Hochzeit ist es für die in besonderer Weise aufgegangen, die es sehen konnten. Aber wie lief das ab? Von Jesus und seinen Jüngern heißt es, dass sie eingeladen waren. Von Jesu Mutter nur, dass sie da war. Vielleicht interpretiere ich das zu viel hinein, aber vermutlich hat sie bei der Bewirtung der Gäste geholfen. Vielleicht ist ihr darum auch aufgefallen, dass die Weinvorräte langsam ausgehen. Nun, bei einem Fest wird das Fehlen des Weines als besonders peinlich empfunden, denn Wein gehörte zu jeder vollen Mahlzeit dazu, besonders aber zu allen festlichen Anlässen. Liebe Schwester, lieber Bruder, ist es nicht genau das, was wir uns für unser Leben wünschen, dass es nicht Wasser bleibt, sondern Wein wird? Wein ist ja nicht einfach ein Getränk. Es steht auch für Glück und Segen, für Freude und Heiterkeit. Mit ihm drücken wir aus, dass wir was zu feiern und zu lachen haben. Mit ihm feiern wir die Momente im Leben, die wir herausheben wollen und wo uns Gelingen geschenkt wird in unserem Tun. Und Wein steht auch für die Tiefe, für ein gutes Gespräch und einen ruhigen Moment, dass wir einander verstehen, dass wir mitbekommen, was mit dem anderen los ist, was ihn freut, was ihm fehlt und ihn auch mal für einen Moment herausreißen aus Angst und Erstarrung. Dass der Funke überspringt. Und das ist es doch, was wir uns für uns selbst und andere wünschen, dass das Leben nicht nur funktional verläuft, sondern diesen kleinen Überschuss hat, dieses Meer, also mit H geschrieben, das Meer nicht wirklich, das wir nicht wirklich brauchen und das doch wichtig ist. Wein ist ja auch kein lebensnotwendiges Getränk, aber er steht für das, was das Leben schön macht, für das Festliche und das Verschwenderische, das wir ab und zu brauchen, um uns am Leben zu freuen. Aber der Weinvorrat ist schnell aufgebraucht. Und so ist das in unserem Leben auch und seinen Freuden. Es wird uns nicht übel genommen, dass wir sie suchen. Jesus kennt unser armes Menschenherz mit seinem Durst nach Leben. Wovon wir uns Leben und Glück versprechen, das verzehrt sich. Und wenn wir große Vorräte hätten, fehlte es oft in uns selbst an der Fähigkeit, es aufzunehmen, was uns höchst begehrenswert erscheint oder erschien, fängt bald an, uns zu langweilen. Essen, Trinken, Erotik, Sensationen, Narkotika. Alles verbraucht sich oder uns. Und auch im besten Fall bleibt in der Erfüllung der Rest von Unerfülltheit. Das Wasser wird gefüllt in 6 Krüge, die fassen 5 bis 7 Hektoliter Wein. Und Jesus gibt den besseren Wein. Überhaupt, er gibt die beste Freude. Denn der Wein steht, wenn wir in die Bibel reinschauen, auch für die Heilszeit. Gott hat immer wieder durchklingen lassen, dass er einen senden wird, der das Heil in diese unheilvolle Welt bringen wird. Und dieser Heilskönig wird aus dem Stamm Juda hervorgehen, und dieser braucht mit Wein nicht zu geizen. Immer wieder haben es dann auch die Propheten die Heilszeit so beschrieben. Ist der Reichtum an Wein wird gekennzeichnet, diese Zeit. Und das Weinwunder lässt nun erkennen, diese Heilszeit ist da.
Lebensdurst, der gestillt wird. Leben aus der Fülle. Bei ihm haben wir, von ihm haben wir Gnade genommen, haben wir die Fülle genommen, Gnade um Gnade. Seine Herrlichkeit offenbart sich in seiner helfenden und rettenden Nähe. Jesus Christus spendet umfassend Leben. Und an dieser Stelle zeichnet sich ein scharfer Bruch ab. Nicht jeder nimmt ihn wahr. Beim Speisemeister ist es über ein Kopfschütteln nicht hinausgekommen. Die Diener wissen das woher, aber zu irgendwelchen Folgerungen kommt es bei ihnen nicht. Allein den Jüngern geht der Sinn dieses Geschehens auf. Ein so erstaunliches Geschehen und in der ganzen Hochzeitsgesellschaft kein Aufmerken, kein Weiterfragen, geschweige denn, dass sie entdecken, was für einen sie da unter sich haben. Aber für die Jünger ist das ein aussagekräftiges Zeichen. Johannes verwendet diesen alttestamentlichen Begriff des Zeichens, weil Jesus Gott ist und seine Taten göttliche Wunder sind. Die Zeichen sind also Wegweiser zu Jesus, dem Messias und Gottessohn. Sie erzwingen nichts. Wir sehen, nur dem, der sich im Vertrauen auf das Experiment der praktischen Nachfolge einlässt, dem geht ihre volle Bedeutung auf. Und den scharfen Bruch, von dem ich eben sprach, der lässt sich auch erkennen in dem befremdlichen Gespräch zwischen Mutter und Sohn. Der gut gemeinte Hinweis Marias, den Jesus so schroff zurückweist und dann merkwürdigerweise doch beachtet, sieht so aus, als würde Maria ein simples Weinwunder von Jesus erwarten. Aber sein Hinweis auf die Stunde, die noch kommen muss, reißt einen ganz anderen Raum auf. Was hier passieren soll, ist nicht eine Absprache zwischen mir und dir, es liegt auf einer ganz anderen Ebene. Jesus lässt sich in seinem Handeln nicht von Menschen bestimmen oder sogar drängen, was ja immer stärker der Fall ist, umso näher uns Menschen stehen. Die wollen ja nur das Beste für uns und ja, manchmal wollen sie uns auch zu etwas zwingen und drängen. Nein, der Vater allein gibt ihm das Stichwort. Darauf beharrt Jesus. Die Stunde ist noch nicht gekommen. Und die Rede von der Stunde weist auf noch etwas anderes hin. Es wird für Jesus schwer werden. Vater, hilf mir aus dieser Stunde, wird er kurz vor seiner Gefangennahme beten. Aber was dann geschehen wird, wird seine Heimkehr zum Vater sein und seine Verherrlichung. Auch das Gericht über die Welt, die Ausstoßung ihres Fürsten und zuletzt die Auferstehung der Toten. Die Stunde ist dann gekommen und vollbracht, wenn Jesus am Kreuz hängt. Und das alles bringt dann die Frucht. Das ist die Frucht, dass am Ende die Auferstehung der Toten steht und das Leben bei Gott. Woran Maria hier in Kana denkt, hat mit Jesu eigentlicer Sendung wenig oder gar nichts zu tun. Sie sieht hier wahrscheinlich nur ein hauswirtschaftliches Problem, so wie es Menschen gibt, die nur ökonomische Probleme kennen und sich von deren Lösung das Heil der Welt versprechen. Jesus aber sieht tiefer und er weiß Besseres, die bessere Freude in einem neuen Leben, das er ermöglicht, erwirbt und uns mitteilt, nämlich das Leben aus und mit Gott. Und das heißt, wir dürfen als die von Gott Geliebten fröhlich sein wie auf einer Hochzeit. Die Vorräte unseres Herrn erschöpfen sich nicht und man schmeckt es. Dies ist auf alle Fälle der bessere Wein. Das Fazit der Geschichte ist, Jesu Herrlichkeit ist offenbar geworden. Er hat sie für die Menschen erfahrbar gemacht, eben am Wunder. Es geht in der Geschichte also nicht um Wein, sondern um Jesus. Wir sollen seine Herrlichkeit entdecken. Und sie muss wirklich entdeckt werden. Denn seine Herrlichkeit ist in die Niedrigkeit eingekleidet und darum nur dem Glauben sichtbar. Darum könnte man die Geschichte auch so zusammenfassen: Der Wein ist Jesus. Die Freude ist Jesus. Auf der Hochzeit zu Kana haben die meisten nichts gemerkt. Das hat und das wird sich in der Menschheitsgeschichte oft noch wiederholen. Der Speisemeister schmeckt die Blume, schnalzt mit der Zunge, schmatzt mit den Lippen und lässt die Frage nach der Bezugsquelle auf sich beruhen.
Aber das ist auch alles. Man kann sogar Kenner sein, ohne dass einem etwas aufgeht. Und von den übrigen Hochzeitsgästen ist im Text schon gar nicht mehr die Rede. Aber die Jünger haben es gemerkt. Er ist es. Und dass sich uns das Geheimnis dieses Christi erschließt, wie es den Jüngern widerfahren ist, dieses Wunder wünsche ich uns auch in diesen Tagen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir hören das Lied Jesus, meine Freude. Und Sie finden das unter der Nummer 396. Die Strophen 1, 3 und 6 werden gesungen. Beten. Himmlischer Vater, du kannst die Welt verwandeln. In deiner Gegenwart finden die Sprachlosen zu neuen Worten. Erwacht Totes zu neuem Leben. Bei dir wird Wasser zu Wein. Wir danken dir dafür. Im Vertrauen darauf, dass auch heute die Welt verwandelt werden kann, bitten wir dich für die Menschen, denen auf dieser Erde das Nötigste fehlt: Wasser und Nahrung, medizinische Versorgung und Bildung. Wir bitten dich für die Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, für Politiker, die Wege ebnen können, für alle, die willens sind, mit ihrem Geld zu helfen und es auch tun. Stärke und ermutige sie in ihrem Dienst. Im Vertrauen darauf, dass auch heute uns Wasser aus Wasser Wein werden kann, bitten wir für jene, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, anderen beizustehen. Wir bitten dich für die Mitarbeitenden in Krankenhäusern, in Wohn- und Pflegeeinrichtungen, in Beratungsstellen und Hospizen. Gib ihnen Weisheit, Ausdauer
Humor und Liebe. Im Vertrauen darauf, dass du für uns alle Momente willst von Freude und Überfluss, bitten wir dich für die Kinder und Jugendlichen und für alle, die noch ganz am Anfang sind, bewahre ihnen Freude und Neugier. Schütze ihre Ausgelassenheit und Liebe. Schenke ihnen Vertrauen ins Leben und lass den Funken überspringen. Als deine Kinder beten wir zu dir, Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne und bewahre uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist an Leib und Seele. Amen. Wir hören das Lied Lass mich dein sein und bleiben unter der Nummer 157. Lass mich dein sein.